Herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Anlässlich des internationalen Behaupte-Dich-gegen-Mobbing-Tages möchte ich Ihnen gerne ein paar tolle, kostenlose Unterrichtsmaterialien zum Thema Mobbing ans Herz legen. Nicht, dass es einen besonderen Anlass braucht, um über dieses Thema zu sprechen. Fast jeder dritte Schüler ist heute Opfer von Mobbing. Dabei wird auf sehr unterschiedliche Weise gemobbt oder gedisst, wie Ihre Schüler es gerne nennen. Manchmal wird gespottet, manchmal sogar geschubst und geschlagen, manchmal erpresst. Das gab es wohl schon immer, doch nun können Lügen und Gerüchte gezielt im Internet verbreitet werden. Und so hört Cybermobbing nicht mit Unterrichtsende auf. Stattdessen geht der Terror nun auch zu Hause weiter. Angriffe auf Persönlichkeitsrechte sind fast schon Normalität. Von Eltern und Lehrern werden sie oftmals erst sehr spät bemerkt. Und wenn das Mobbing dann endlich angesprochen wird, herrscht oft Unklarheit über die Wahl der Gegenmittel. Deswegen möchte ich Ihnen ein paar kostenlose Unterrichtsmaterialien vorstellen, die meiner Meinung nach ganz besonders gut geeignet sind, Ihre Schüler für das Thema Mobbing zu sensibilisieren. Die Unterrichtsbausteine für die Grundschule von fitvonkleinauf.de thematisieren sehr kindgerecht, wie sich Täter, Opfer und Mitläufer verhalten und fühlen. Bei mobbingschlussdamit.de finden Sie tolle Fragebögen und Arbeitsblätter, sowie Videoclips und wichtige Kontaktlisten für die Betroffenen. Weiterhin empfehle ich Ihnen die Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Themenblatt zum Thema Mobbing bietet wertvolle Hintergrundinformationen zu Erscheinungsformen und Interventionsmaßnahmen bei Mobbingfällen. Bei der Bearbeitung der Arbeitsblätter reflektieren die Schüler Dynamiken in ihrem eigenen Umfeld und analysieren Beispielfälle, um sich in die Lage von Mobbingopfern hineinzuversetzen und um mögliche Handlungsoptionen zu diskutieren. Sollten Sie Hilfe von außen hinzuziehen wollen, bieten sich für die Grundschule besonders die Schulevents des Präventionsprogramms Wir wollen Mobbing frei für die dritten und vierten Klassen an. Zudem sollen die bundesweiten Veranstaltungen des Programms Respekt Coaches an rund 190 Standorten helfen, Respekt, Toleranz und den Abbau von Vorurteilen an Schulen zu fördern. Schauen Sie doch einfach mal rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ein paar dieser Angebote nutzen könnten, um bei Ihren Schülern vielleicht ein paar emotionale Narben zu verhindern und um in Ihren Klassen ein schönes gemeinschaftliches Arbeitsumfeld zu schaffen.